Heute ist mal wieder ein Dickschiff hier am Start, weil ich mittlerweile stark weiß davon, dass wir hier viele Fans von dieser Klasse haben. Dementsprechend herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships mit der North Carolina. Karte ist Dreizack und hier mit seinem Achter ist er Top-Tier und ich glaube, dass wir hier, glaube ich, eine gigantische North Carolina-Runde sehen. Und da tun wir jetzt gar nicht lang rum, sondern springen erstmal los. Wir spulen ein wenig. Was ist denn da vorne schon offen? Ja, da haben wir schon eine gegnerische North Carolina. Und da würde ich sagen, gehen wir in die Live-Spielgeschwindigkeit direkt rein und schauen, was da so präsentiert wird. Die North Carolina da hinten ganz weit weg, aber schon mal zwei Treffer für 5600 Schaden. Hat hier auch schon sein Abfangjäger gestartet. Da hat er vielleicht schon Schiss, dass da was käme. Auf jeden Fall ist hier jetzt direkt mal der erste Zerstörer schon gesichtet worden, der auch gar nicht so weit weg ist. Hat zwar leider AP dafür drin, aber lieber AP als gar keinen Schaden. So, und jetzt macht die Hatsuhara da den Rauch an, aber die Schüsse sind schon in der Luft. Und ein Treffer ist es allemal. So, und jetzt vielleicht nochmal gleich die nächste Salve auf die Hatsuharu. Oder, nee, er entscheidet sich wohl um und nimmt jetzt die Atlanta dafür als mögliches Ziel. ...17 Kilometer, und wenn die treffen, dann tun sie weh. Die Atlanta ist ja dafür bekannt, nicht allzu viel zu erlauben. Schüsse kommen jetzt an, aber nee, alle ins Wasser. Da gab es kein Ungemach für die Atlanta. So, und nun die Nagato. Die ist schöner, da langsamer. Da kann man auch gut und gerne mal treffen. Aber die Hatsuharu, die ist da sehr nahe, wobei die Feral Guard ist ein guter Gegner für die Hatsuharu. Die kann mit ihren Kanonen schön arbeiten, muss natürlich nur auf die Torpedos aufpassen. Und fahrt wirklich auch noch in einen rein. Also das darf nicht passieren. Da muss man so gut sich bewegen, dass man eben nicht die Torpedos der Hatsuharu sich einfängt. Ja, schade, schade, die Feral Guard hätte jetzt gut noch an seiner Seite gebraucht. In dem Fall muss er es ohne sie schaffen. Und jetzt kommt die Hatsuharu wieder da näher. Jetzt muss er da ordentlich treffen, um die endlich aus dem Spiel zu bringen. Seine Sekundären fangen auch langsam zum Schießen an. Er ist hier gerade noch nicht in der Fahrt. Hat jetzt hier auch den vollen Rückwärtsgang drin. Und jetzt konnte er sie Gott sei Dank zerstören. Sehr wichtig, bevor sie das nächste Mal dann da dreht und wendet und ihn sonst aus dem Spiel rausnimmt. So, jetzt die North Carolina, die gegnerische, wieder im Fokus der Aufmerksamkeit von ihm. Aber 17 Kilometer ist natürlich schon ein Haufen Holz. Die gingen alle, wenn auch knapp, aber dahinter ins Wasser. So, jetzt fährt er mit halber Kraft mal weiter. Sucht sich jetzt vielleicht die Colorado da mal als Ziel aus. Ja, das war doch schon mal knapp um die 8000 Schaden. Jetzt vielleicht noch nicht so, dass man sagt, komplett zerstört. Aber es ist schon mal ein kleiner Baustein dahin.
Atlanta wäre natürlich ein super schönes Ziel, aber die ist leider für ihn aktuell nicht zu beschießen. Jetzt dreht er so rein, dass er auch mit seinem Heckturm gleich mit reinfeuern kann. Beziehungsweise scheinbar will er jetzt die Atlanta haben. Der Atlanta ist jetzt auch in einer wahnsinns tollen Distanz. Dreht hier gerade auch perfekt rein. Jetzt müsste sie noch ein bisschen weiter reindrehen. Macht sie scheinbar nicht. Interessiert ihn aber nicht. Die Schüsse kommen, aber landen vorne im Gegnerschiff. Da die Atlanta sehr, sehr langsam hier gerade unterwegs war. Da hat er erwartet, dass da scheinbar ein bisschen schneller das Ganze reingeht. Jetzt hat er gleich wieder ein Problem, denn die Kiew kommt da auch noch gehörig nahe. So, er ist auch schon wieder Vollstopp und setzt zurück. Jetzt muss er sich auch noch der Kiew nämlich erwehren. Oh, die gehen alle auch noch ins Wasser. Also jetzt muss er da schleunigst mal weg. Kiew kommt immer näher. Und auch wenn sie nicht weite Torpedos hat, aber wenn sie dann treffen, da machen sie gar keinen Spaß mehr. Zwei Brände, die er aktuell auch am Start hat. Den Brandschaden versucht er jetzt so gesehen gegenzuheilen. So, und jetzt die Kiew, Gott sei Dank, da so, dass er zerstört worden ist. Jetzt hat er noch 40 Sekunden Brand, den würde ich jetzt mal reparieren. Torpedos hat er überall, deswegen guckt er da gerade so ein bisschen. Er repariert den Brand. Jetzt repariert er ihn. Damit bleibt er bei 41.000 Hitpoints erstmal stehen. Das Spiel selber sehr ausgeglichen aktuell. Die Tickets nur 70 mehr bei seinem Team, dafür hat der Gegner aber noch ein Schiff mehr. Also das ist alles sehr, sehr gleich. Und jetzt vielleicht mal wieder Richtung Atlanta, wobei die ist in 5 Kilometer zwar sehr nah, aber hinter dem Hügel. Die Nürnberg dafür aber ein sehr schönes Ziel mit der Distanz. Und ja, da macht er den Schaden und die Nürnberg ganz einfach weg. Jetzt läuft er hier noch auf das sinkende Wrack auf, aber auch kein Problem. Und jetzt geht's wieder weiter mit einer Viertelkraft, die er da gerade fährt. Der will jetzt hier noch nicht mit der Hitpoint-Anzahl um die Insel rumfahren. Ganz im Gegenteil, der will die Atlanta jetzt kommen lassen, um die rauszunehmen, weil die Atlanta, die war ganz dicht hier schon dran. Also die müsste gleich aufgehen. Man sieht, darauf spekuliert er auch. Da ist sie! Und jetzt hat er die rausnehmen können. Atlanta hat hier keine Chance. Ich nehme auch mal darauf an, dass es hier keine Torpedos mehr gibt. Weil da hat er einfach eine zu kurze Reaktionszeit. Könnte sich jetzt auch wieder übrigens heilen. Da hätte er noch einiges. Perfekt, als ob er es gehört hätte, was ich da sage. So, und die North Carolina auch super schön seitlich. Da kommt er gleich ideal drauf. Ist hier nämlich schön hinter der Insel. Aber scheinbar wird er aktuell noch die Insel treffen. Kommt. Jetzt schießt er drauf, nachdem praktisch die Insel umschifft ist. 15.000er Treffer. Ja. Und jetzt fangen die Sekundären an zu schießen. Sein Turm vorne ist da unbrauchbar. Deswegen sofort die Reparatur, dass er den schnellstmöglich wieder zur Verfügung hat. Aber Gott sei Dank, die North Carolina bleibt da schön seitlich für ihn treffbar. Die ersten drei Kugeln raus. Nochmal 3.800 Schaden. Und jetzt braucht er die nächsten Granaten. So, er funkt auch SOS. Aber jetzt könnte er sie vielleicht zerstören. Ja, mit der Zitadelle lässt er die Krake frei. Seine fünfte Zerstörung hier in diesem Spiel. So. Da jetzt die
Amagi, auf die er auch gleich drauf schießen kann. Ausgerichtet sind sie alle. Und wie viel Schaden gibt es dafür? 11.592. Hoppala. Oh, jetzt. Die Flugzeuge. Abfangjäger ist auch in der Luft. 5 hat er schon abgeschossen hier. Die Flaks, die schießen alles raus, was rausgehen kann. 9, 10 Flugzeuge abgeschossen. 11. Und da sind sie alle weg. Ja, 13 Stück hat er da mal aus dem Luftraum genommen. Sehr schön, sehr wichtig auch. Und jetzt die Amagi wieder, die da kommt. Auch wieder super toll positioniert für ihn. Und wieder 7.795 Schaden. Also, er teilt hier wirklich in bester Manier aus. Anders kann man es gar nicht sagen. So, jetzt wird leider sein Nebenmann hier zerstört. Aber jetzt hat er auch wieder die Chance, die Amagi vielleicht aus dem Spiel zu nehmen. Wobei der Winkel nicht so leicht ist. Ah, der war nix. Muss da immer natürlich ein bisschen den Blick noch nach unten haben, aber die Gegner konzentrieren sich jetzt wahrscheinlich eher auf seinen Flugzeugträger, der da hinten steht, wie man sieht. So. Ein Turm hat nachgeladen, der zweite kommt ziemlich gleich hinten dran. Ist jetzt wieder ready. Schieß! Genau. Oh, die kommen schön gleichmäßig. Die kommen gut. Ah, nur 1300 Schaden. Schade, da hätte mehr drin sein können. Und jetzt kann er sich auch wieder heilen. Die Amagi. Deswegen poppt das Leben wieder etwas nach oben. Er bleibt jetzt hier schön hinter der Insel, um jetzt da erstmal nur von der Amagi beschussbereit zu bleiben. Guter Einschlag. Ah, das ist zu wenig. Die Kiew müsste die Amagi jetzt auch mal langsam anzünden. Wobei die Kiew sucht jetzt auch schon den Flugzeugträger. Das ist das, was der Kiew, glaube ich, gerade im Kopf umhergeht. So, hier das nächste Flugzeug, was er runterholt. Und da kommt die Colorado jetzt immer näher. Da dreht er jetzt auch dann rein. Colorado dreht ebenfalls. 3.357, bekommt hier einen dicken Hit, heilt sofort, um das Schlimmste erstmal aus der Welt zu schaffen. Und jetzt hat er zwei... Oh, schöne Zitadelle. Dicker Treffer, wie man gesehen hat. Also das hat der Colorado richtig was gekostet hier. Vielleicht seine Sekundären, hoffe ich jetzt mal, machen hier das Ganze klar. Nee, er braucht seine Kanonen, aber die nehmen es raus. Und einer der Türme ist hier raus. Sehr ärgerlich. Aber 6. Zerstörung hier in dem Spiel. Und jetzt die Kutuzov sehr, sehr nahe. Auch das könnte jetzt nochmal richtig für Schaden sorgen. Ja, eine Zitadelle, 13.000 Damage. Kutuzov bleibt auf dem Kurs, kann also dementsprechend weiterhin gut auf die Zitadelle hier aimen. Schuss ist raus, er wird angezündet, aber macht jetzt die Kutuzov auch klar, holt sich damit das Großkaliber. Was geht da noch mit der Cleveland? Auch die Cleveland fährt da sehr schön. Bisschen weiter vor vielleicht, aber da kommt schon die Nagato. Also, da hat er jetzt hier einiges zu tun. Jetzt wird er wieder angezündet. Torpedos kommen aus dem Hinterhalt. Eieiei, das ist natürlich jetzt einiges, um was er sich da kümmern muss. Die Torpedos... Gott sei Dank ist der eine da verschwunden, sonst hätte der erste Torpedo schon jetzt klar gemacht. Aber so kann auf jeden Fall nochmal
eine Salve Richtung Nagato rauslassen. Und macht damit 26.000 Schaden. Eider nei. So, 999 Tickets und durch seine Zerstörung wird das Ganze nochmal zurückgesetzt, aber er hat 186.000 Schaden gemacht, 7 Schiffe zerstört, also wenn er nicht fleißig war, dann weiß ich es auch nicht. Das war's dann, ich kann euch schon mal ein bisschen spoilern, die Runde wird trotzdem noch gewonnen, es war eine sehr feine Runde, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.